Herzlich willkommen und ein Hallo zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Goldpreis. Anhand des Goldcharts möchte ich euch mal meine Analyse nahelegen für diejenigen, die wohl in dem Gebiet eben noch neu sind. Und vorab, wer meinen Kanal unterstützen möchte, würde mir einen großen Gefallen tun, diesen zu abonnieren und ein Like hier zu lassen, damit dieser auch gut wachsen kann und ich damit auch mehr Leute erreichen kann. Also vielen Dank im Voraus hierfür. Und ich möchte gerne anfangen mit einer Gesamtansicht des Goldpreises zwischen jetzt und 2011, wo wir das Allzeithoch bei 1.125 US-Dollar erreicht haben, damit man einfach mal sieht, wie von oben gesehen der Gesamteindruck des Goldpreises an diesem Chart einzuschätzen ist. Und hierzu habe ich schon mal eine Unterstützung eingetragen anhand der grünen Linie bei 1.680 Dollar knapp, damit man eben mal sieht, welches Gewicht diese Unterstützung hat. Und da sieht man eben in der Vergangenheit, wenn ich mal näher reinzoomen darf, dass diese Unterstützung sehr oft als Widerstand und auch als Unterstützung fungiert hat. Und da sieht man hier recht schön, wie oft diese Unterstützung eben angelaufen ist, abgeprallt, wieder zurückgestoßen, angelaufen, abgeprallt, Widerstand, Unterstützung. Und da kann man schon die Stärke an diesem Goldpreis feststellen, wo die Käufer und Verkäufer sich im Endeffekt am häufigsten treffen oder wo eben der Goldpreis am häufigsten gehandelt wird. Und um jetzt hier in die Gegenwart zurückzukommen, habe ich mir hier vom All-Time-High, da wir uns jetzt eben in einem Abwärtstrend befinden oder im Korrekturmodus, mal die tieferen Tiefs, also ein Abwärtstrend entsteht eben dann, wenn die Tiefs immer tiefer sind wie das vorherige Tief, und das haben wir hier 1, 2, 3, 4. Und komischerweise, was auch Experten, Goldexperten sich da einigermaßen einig sind, dass der Goldpreis bei 1.680 Dollar nicht unterschritten werden sollte, wo wir eben hier die Unterstützung haben und wo der Goldpreis auch hier wieder abgeprallt ist. Denn alles, was drunter fällt, würde möglicherweise einen großen Verkauf des Goldpreises oder des Goldes auslösen. Und dazu möchte ich eben Folgendes noch zeigen. Wer meine Silbervideos schon angeschaut hat, der weiß schon ungefähr Bescheid über Pivot Points und das Fibonacci Retracement. Und das Fibonacci Retracement möchte ich mich hier mal ansetzen. Und zwar nehme ich das tiefste Tief vor dem höchsten Hoch und ziehe mir das einfach mal auf das höchste Hoch. Und jetzt müsst ihr mal aufpassen, die Unterstützung in grün, wohin, da geht es um das 61er Retracement, das wo ja ausschlaggebend ist, wo die den Aufwärtstrend und den Abwärtstrend zueinander eben trennt oder abbildet. Und da ziehe ich das Fibonacci 100% Level genau auf den auf das All-Time High. Und somit sehen wir, dass dieses 61er Retracement hier, das kann man jetzt schlecht sehen, weil der Unterstützungsschriftzug drüber steht. Wie gesagt, 61er Retracement, Trend Aufwärtstrend zum Abwärtstrend, genau auf der Unterstützung liegt. Und das ist ja bekanntermaßen eine Psychologie. Fibonacci ist eben die goldene Mitte. Und anhand derer richtet sich der Großteil der, ich sage mal, Trader, Investoren, um einfach Anhaltspunkte zu haben, wo kann es hingehen, wo sind Unterstützungen. Und in dem Fall haben wir genau die Unterstützung getroffen, wo dieses 61er Fibonacci liegt. Und dementsprechend ist klar und deutlich zu sehen, auch laut Expertenmeinungen, unterhalb dieses Preises von 1680 Dollar wäre der Abwärtstrend eingeläutet, möglicherweise ein längerfristiger. Und um das Ganze nochmal
zu hinterlegen, möchte ich euch nochmal den Pivot Point einen Monat drüberlegen. Und da sehen wir komischerweise zufällig, dass alle drei Linien Unterstützung, Fibonacci 61 Retracement und der S1 Pivot Point exakt übereinander liegen. Und das deutet sehr stark darauf hin, wenn wir eben diese unterschreiten, wird sich der Abwärtstrend fortsetzen. Dementsprechend, falls jemand im Moment überlegt, in Gold zu investieren, wäre meine eigene Meinung, ich muss davor sagen, ich habe keine Goldaktien. Ich bin aber dabei, mir eine Goldminenbetreiber zu kaufen. Und für mich wäre persönlich, ich bin eher konservativ, ich spekuliere nicht, für mich wäre persönlich ein Einstiegszeitpunkt frühestens ungefähr bei 1800. Am liebsten, wenn diese obere Trendlinie ebenfalls durchbrochen werden würde, so auf jeden Fall über 1080, besser 1831 bis 1840 US-Dollar. Denn ich möchte nicht in die Gefahr laufen, jetzt in diesem Bereich, ich kann es einmal hier markieren mit grün, ich markiere es mal in weiß. Also dieser Bereich hier ist mir an sich zu riskant, da wir diesen Abwärtstrend eben fortlaufend hier sehen und noch keine Anzeichen da entstanden sind, dass der Goldpreis hier über den Widerstand bei 1764 US-Dollar drüber steigt und nachhaltig auch bleibt, ist eben das Risiko für mich zu hoch. Also ich möchte nicht investiert sein, also jetzt frisch, wer länger investiert ist, super. Da denke ich mir, braucht man sich keine Sorgen machen und ich würde auch keine Position verkaufen, die jetzt nicht, angenommen, ich habe jetzt, jemand hat hier gekauft, der hätte wann verkaufen sollen, möglicherweise gar nicht, weil Gold langfristig in Minenaktien investiert zu sein, denke ich, macht so oder so Sinn. Aber für mich jetzt als frischer Einsteiger in den Goldpreis, wie gesagt, in diesem Bereich würde ich nicht einsteigen, da mir eben das Risiko zu hoch ist, dieses seitliche Hin und Her gelaufe. Ich möchte eine gewisse Tendenz sehen, eben hier in dem Bereich bei über 1830 zumindest, dass der Goldpreis die Richtung gefunden hat und nicht mehr signifikante Rücksetzer zu sehen sind. Und eben auch diese Unterstützung, Fibo und Fibonacci Retracement, wenn dies unterschritten wird, würde ich sowieso auch nicht einsteigen, denn das mache ich erst einmal rot. Rechteck verkaufen. Denn in diesem Bereich würde ich deswegen nicht, auch wenn ich tranchenweise investiere, einsteigen. Denn da ist mir die Gefahr zu groß, dass der Goldpreis auch noch weiter abfällt auf das 50er und 38er Retracement. Und wie man ja auch in der Vergangenheit sehen kann, ist es nicht unmöglich. Wenn wir hier die Kurse sehen nach dem höchsten Hoch, bis runter auf 1000 US-Dollar. Dass der Preis möglicherweise nicht erreicht wird, okay, da stimme ich zu. In der heutigen Zeit, auch inflationärsbedingt, allgemeine Wirtschaftspolitik kann alles dazu beitragen, dass sich der Goldpreis nach seiner Erholung wieder signifikant nach oben zieht. Aber ich bin nicht jemand, der wo glaubt und hofft. Ich brauche einfach Punkte und Preise, wo ich davon ausgehen kann, er hat sich korrigiert und ist wieder im Aufwärtstrend und dementsprechend wäre ein Kauf in meinen Augen ungefähr, wenn ich es einzeichnen darf, so hier in dem Bereich, würde ich meine erste Tranche setzen. Natürlich kann man sagen, man verliert den ganzen Anstieg von knapp 1,7 auf 1,8, aber das sind dann
6%, 6, 7%. Und mir geht es nicht in erster Linie darum, kurzfristig Prozente mitzunehmen, sondern langfristig einfach eine stabile Position zu haben, bei der ich mich in der Nacht, bei der ich in der Nacht eben nicht drüber nachdenken muss, was ist mit dem Goldpreis am nächsten Morgen in der Früh. Und deswegen Einstiegskurse über 1,830. Jetzt in diesem Trend würde ich persönlich nichts machen. Alles, was unter 1,680 passiert oder läuft, auch nicht kaufen. Erst wieder mindestens oder frühestens überhalb den 61er Retracement. Und was noch kein loswerden möchte, ist, ich benutze hier nicht 5, 6 Indikatoren oder irgendwelche Analyse-Tools. Für mich ist einfach das Gesamtbild wichtig, speziell bei Gold, Silber oder auch Bitcoin. Da habe ich einige Videos gemacht immer auf meinem Kanal, die könnt ihr euch gerne anschauen. Für mich ist es wichtig, einen Überblick zu haben. Wo sind Widerstände, wo sind große Unterstützungen? Und zu guter Letzt setze ich mir einen Pivot-Point noch hin, der mir auch Hilfestellung gibt, wie sich gerade der Preis verhält und in welche Richtung es gehen könnte. Und ich denke, solange wir das 61er Retracement nicht mehr unterschreiten, wonach es auch in meinen Augen aussieht, weil es doch eine riesengroße Unterstützung ist, gehe ich davon aus, dass wir in naher Zukunft tatsächlich über den Widerstand, der hier eine Bodenbildung war oder ist, dass wir eben darüber rauskommen würden, kann ich mir gut vorstellen. Und wie gesagt, in dem Bereich ab über 1830 fange ich an. Und wenn es soweit ist, mache ich spätestens wieder ein Video für euch. Und wenn sich dann oder wenn sich der Kurs in die Gegenrichtung bewegt, halte ich euch sowieso auch gerne auf dem Laufenden. Okay, also ich würde mich auf ein Abo, Kommentar und auf ein Like freuen. Und natürlich auch darauf, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.